zu. Total krass. Hier ist mein Fitness-Tracker. Der missgelaufene Strecke, Puls, Kalorien, verbrauchte Kalorien, verbrauchte Kalorien. Du willst nur, dass ich noch ein Stück esse? Ich wusste gar nicht, dass Herr Oberberg eine Tochter hat. Ich auch nicht. Eine ganz sympathische junge Frau. Mhm. Hat witzigerweise Medizin studiert. Kann ja auch eine zweite Meinung einhüllen. Alkoholgehalt 0,00 Promille. Hat mir Frau Berger gerade mal beigebracht. Wer bitte? Frau Berger. Frau Berger. Und weißt du was? Du wirst vor Bleid erlassen. Aber an diesen Verträgen hängen eine Menge Arbeitsplätze für die Stadt ab. Wie bitte? Ja, bitte. Ach, Entschuldigung, ich bin gegen die Tür gerannt. Also Ihre Argumentation ist. Also wie ist sie? Ein Abschied auf Raten tut ja noch nur. Ja, dann mache ich Ihnen einen. Naja, jedenfalls, wenn man die Strukturen ein wenig modernisiert, dann ist der Laden eine Goldgrube. Da könnten wir Yvonne. Richtig. Da ist ein Riesenschatten auf deiner Stirn. Das ist ein Mikro. Alter Schmerz. Guck nicht so gierig. Das hatte ich jetzt Entschuldigung. Auch. Aber das ist so. Sie machen einen großen Fehler, meine Sie machen einen großen Fehler, meine. Ich bin wieder mit Frau Falkenstein im Gespräch. Na, wie schön. Was sag ich denn da? Sie muss einfach kapieren, dass es für mich irgendwann auch mal zu viel ist. Mich hätte es übrigens gestört, wenn du mit. Der ist rund. Was sag ich? Nur zur Beerdigung und Hochzeiten. Wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, können Sie jetzt schon die nächste Folge in der ARD-Mediathek schauen.